Süßchen, Hallöchen, hier, so und so. Wir machen ganz kurz das hier nach unten, genau. Der Chat kommt jetzt in den Vordergrund. So. Und so. Genau, hier. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich muss hier rein. Wenn ich das wüsste. Ihr habt uns an diesen verrückten Toboro verkauft. Und nun, wo er sich gegen euch gewendet hat, sollen wir eure Haut retten. Unglaublich. Wenn wir gewusst hätten, dass Toboro verrückt ist, hätten wir ihn nie unterstützt. Er gehört nicht mehr zum Huttenkartell. Wir haben ihn formell verstoßen. Nach unserem Bruch mit Toboro sitzen wir hier mit euch auf Marquette fest. Wir bieten euch eine großzügige Entschädigung für Unterbringung und Frachtraum auf der Ark an. Frachtraum? Seid ihr wahnsinnig? Eure Körper nehmen mehr Platz ein als ein Dutzend guter Männer. Ah, einer der größten Helden der Republik. Genau die Person, die wir brauchen, um unserer Diskussion etwas Weisheit und Perspektive beizusteuern. Mal sehen, ob ich es richtig verstehe. Toboros einstige Freunde haben sich von ihm abgewendet. Nun müssen sie von Marquette verschwinden und wenden sich an uns? Die obersten Anführer des Kartells haben beschlossen, dass Toboro schlecht fürs Geschäft ist. Sie wollen Frieden. Sehr geehrte Streiter der Republik, meine Herren möchten sich für diese unglückliche Situation entschuldigen. Wir können uns sicher auf eine für beide Seiten annehmbare Vergütung für eine Reise an Bord der Ark einigen. Meine Leute verdienen es, gerettet zu werden. Die Anführer des Huttenkartells können sich ihren Weg hieraus nicht einfach erbetteln. Shalim hat recht, aber das sind die mächtigsten Hutten der Galaxis. Wir können für ihre Rettung einen beliebigen Preis verlangen. Bedenkt, was das für den Krieg gegen das Imperium bedeutet. Mhm. Ihr glaubt also, dass wir uns mit den Hutten zusammenschließen sollten, um das Imperium zu besiegen? Wir sollten nicht vergessen, wer der wahre Feind ist oder wie sehr die Hutten euch fürchten. Toboro hat den Verstand verloren und die Anführer des Kartells wissen das. Sie können nicht mehr zu ihm zurück. Sie brauchen uns. Verehrte Helden der Republik, ihr seid für eure Gnade und Größe bekannt. Ist es euch möglich, unseren schwerwiegenden Fehler zu vergeben? Ja. Verehrte Helden der Republik, ihr seid für eure Gnade und Größe bekannt. Ist es euch möglich, unseren schwerwiegenden Fehler zu vergeben? Ja, nee! Hör auf, unsere Sentimentalität anzusprechen. Vergebung ist nicht das Problem. Deine Herren wollen ein Ticket von Marquette runter und wir ziehen in Betracht, es ihnen zu gewähren. Zu einem angemessenen Preis. Verehrte Unterhändler der Republik, meine Herren werden sich auch in Zukunft demütig zeigen, aber die Zeit von Marquette läuft ab. Wenn meinen Herren und ihrer Ladung die sichere Abreise ermöglicht wird, wird das Kartell einer Allianz mit der Republik zustimmen. Das ist doch sicher akzeptabel. Sag deinen Herren, dass sie die Ark zusammen mit den anderen Flüchtlingen betreten können. Persönliche Gegenstände werden je nach Platz verladen. Nahrung, Medizin und andere überlebenswichtige Dinge haben Priorität. Mit Aurodium überzogene Statuen gehören nicht dazu. Wir werden die genauen Verpflichtungen des Kartells gegenüber der Republik festlegen, sobald diese Krise überstanden ist. Wir erwarten vollständige Kooperation. Meine Herren wünschen keine weiteren Feindseligkeiten mit Ihnen. Ihr Angebot wird ohne Bedingungen angenommen. Ihr seid die erste Person in der galaktischen Geschichte, die die Hutten zu einem Geschäft gezwungen hat, das sie sich nicht leisten können. Jetzt brauchen wir nur noch diese Brennstäbe. Dr. Agurop ist bei Shalim. Ihr solltet euch mit ihnen absprechen.
Ah ja, Eik der Huttenausnehmer. Melden Sie Ihre Beschwerden. Fehler. Dieser Gegenstand hat keinen Nutz. Was ist das? Enzo Schwert der Effizienz. Verkauf. Das, welches habe ich denn ausgerüstet davon? Ich glaube, das da drüben dann ist. Das hier ist schlechter. So, und einmal alles reparieren. Schon ewig nicht. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Süßchen, gibt's denn hier irgendwo einen Briefkasten für den Eik? Das wäre jetzt mal von Vorteil. Ja, da ist einer. Ich verlange einen Platz auf der Arbeit. Meine Familie lebt hier schon seit Generationen. Besser gesagt, sie ruht sich schon seit Generationen auf. Was gibt's hier? Ein bisschen Geld. Hier gibt's irgendwie eine Kiste. Und hier gibt's, was ist denn das? Benutze, ruft einen kleinen Suchdruiden, der dir folgt und dich auf deinen Abenteuern begleitet, mitnimmt. Von Star Wars The Old Republic. Oh, nice. Nächstes Haustier. Ja! Die Maske ist sehr schlecht, okay. Da, wieder taufrisch. So. Das Kartell hat euch auch verlassen, Toboro. Ihr habt keine Verbündeten mehr. Seid kein Narr. Gebt uns die Brennstäbe. Ja, so machen wir das mal. Ich denke, ihr überschätzt eure Immobilie, Toboro. Wenn dieser Planet untergeht, dann geht ihr mit ihm unter. Dieser degenerierte Schwachkopf hat jegliche Vernunft verloren. Ihr müsst euch die Brennstäbe der Ark mit Gewalt nehmen. Sein Palast ist ein Testament meiner Kunstfertigkeit. Ich habe meine Seele dem Bau von tödlichen Verteidigungsanlagen verschrieben. Ich habe auch einen privaten Eingang für mich gebaut. Eine geheime Hintertür? So langsam mag ich euch, Orgorob. Mein Charme ist groß. Toboro hat sicher mehr als meine inspirierten Vorrichtungen, die ihn bewachen. Seine tödlichsten Soldaten und Isotop-5-Droiden patrouillieren alle Korridore. Wir halten diese Position, bis ihr zurückkommt. Ohne diese Brennstäbe werden Millionen sterben. Wenn ihr sie nicht holt, sage ich eure Parade ab. Ich hasse es, mit trockenen Lippen ins sichere Verderben zu fliegen. Wollt ihr mir nicht helfen? Warum nicht? Oh, die nächste, die ich mir klar mache. Oha, wie die knutschen. Ihr habt jetzt die Koordinaten und den Sicherheitscode für meinen geheimen Eingang. Wenn ihr drin seid, kontaktiert mich für weitere Informationen. Sterbt nicht. Wenn das noch in Real Life so einfach wäre. Oh Mann. Ich muss nach dort. Wie viel Geld habe ich? 118.000, das reicht nicht.
diese Aufforderung, sterb mich. Ei, 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 ei. Bevor ich jetzt hier online gegangen bin, nur noch geschrieben wegen den Sommerferien mit den Kiddies. Wie letztes Jahr die gleiche Diskussion, ich soll sie doch 3 Wochen am Stück nehmen. Wo ich gesagt habe, also 2 Wochen maximal, okay, 3 Wochen geht nicht. Ich kann nicht so viel vorproduzieren und ich will okay, eine 3 Wochen auf Stream verzichten. Nö. 2 Wochen geht. Ausgemacht waren aber sowieso immer jede Woche der Wechsel. Ja, jetzt muss er sich kümmern. Oder sich was überlegen. So, ihr ist das ja scheißegal, was du machst wegen Stream und so weiter. Ja, das ist ihr scheißegal, aber sie muss auf mich eingehen. Weil wir haben es sogar schriftlich festgelegt, jede Woche der Wechsel und nicht alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen. Es ist einfach nur, es geht bei ihr wieder darum, ihr neuer Kerl. Der wird in den 3 Wochen, wo sie Urlaub hat und die Kinder hat, definitiv sehr oft bei ihr sein. Und da, wo ich dann die Kinder habe, ist sie 3 Wochen bei dem. Mhm. Und ich habe ihr schon einmal gesagt, schön und gut, wenn sie einen Kerl hat, aber ich unterstütze das nicht, dass die dann hier Halligalli machen kann. Wenn ich 3 Wochen auf die Kinder aufpasse, mache ich nicht mit. Würde sie bei mir auch nicht machen, wenn ich eine neue habe. Also von daher ist es mir scheißegal. Mache ich nicht. Ja. Ich habe jetzt auch geschrieben, ich will jetzt streamen. Ich werde mich jetzt nicht um die Angelegenheit kümmern. Das können wir die Tage mal machen, da können wir mal ruhig in Ruhe telefonieren. Ja. Ja, schnell genug ist ja schon immer ihr Timing, dass sie. Ich bin gerade an dir vorbeigerannt. Hast du die Planeten, den Planeten hier schon durch oder wie? Ne, ich habe 2 Sekunden nach dir dasselbe mit dem Knutschen gehabt. Ich habe ja aufgeholt. Warum hast du dann aber die Quest hier schon? Die habe ich nicht. Die mache ich gerade. Du bist gar nicht an mir vorbeigerannt. Ne, du bist an mir vorbeigerannt. Naja, weil du gekämpft hast. Das habe ich halt ausgenutzt, aber... Trotzdem, wo bist du? Du müsstest rein theoretisch jetzt hier sein, wo ich bin. Ich stehe noch ziemlich genau da, wo ich gekämpft habe, weil ich dich lauter bzw. jetzt wieder leiser stellen muss. Alles klar. Ja, weil in Kämpfen verstehe ich kein Wort mehr von dir, im Gespräch ein bisschen mehr zu laut. Das ist, geht mir halt genauso. Scheiße, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Vielleicht sehen wir uns deswegen auch noch nicht. Guck, da bin ich doch. Und das nutze ich jetzt aus. Schönen Tag. Alles klar, Darko. Denkst du ernsthaft, ich kämpfe? Bin ich aber falsch abgebogen hier irgendwo. Hä, wohin? Zum Geheimgang. Aua, 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 aua. Ich kann mich kaum bewegen. Oh, Kira ist gleich down. Ich muss in ein Medi-Center. Du kannst da nicht rein, weil du mitten im Kampf bist. Ich brauche Hilfe. Okay, ich räume schon mal auf. Kira, hol ihn hier rum. Das ist eigentlich doch, bin ich nicht hinter einem speziellen Raum, oder? Warte mal ganz kurz. Ich schaffe es nicht. Ah, doch, ich bin in einem besonderen Raum. Na, ich bin down. Was? Ja, wenn man einfach feige abhaut. Feiger Jedi, bist du. Das sagt der Richtige, der gerade, keine Ahnung. Mich haben sie ja nicht mal anvisiert.
Die haben dich genauso angegriffen, komischerweise. Aber du konntest da rein, ich nicht. Ich habe offiziell gegen niemanden gekämpft. Keine Sorge. Naja, wir kennen es ja nicht anders von dir, ne? Jedes Schlupfloch ausnutzen. Ja, ja. Du nutzt dafür jede Verleichterung aus. Jetzt. Das ist gelogen. Ich spiele so, wie sich das gehört. Und wenn da ein Weg lang geht, dann geht da halt ein Weg lang. Was eine Klasse. Ende. Oh Mann, ey. Ja, jetzt beginnt er dann. Ey, hier drin ist einfach gar kein Kampf. Na, okay. Schön. Euer versteckter Eingang scheint nicht bewacht zu werden, Doktor. Natürlich nicht. Tobaro weiß nicht einmal von seiner Existenz. Für solche feinen Details hat er kein Auge. Außerdem ist er hoffnungslos berechenbar. Und ich bin beinahe sicher, dass er sich in seinem Thronraum verschanzt hat und geifernd die Brennstäbe umklammert hält. Ich übermittle Prozesse, mit denen die Sicherheitsprotokolle ausgeschaltet werden können, die euch von Tobaro trennen. Befolgt sie genauestens. Denn danach werde ich euch nicht mehr über Holo kontaktieren können. Ab hier können wir übernehmen. Ihr wart eine große Hilfe. Die Republik wird sich an eure Zusammenarbeit erinnern. Vielleicht belohnt mich eure oberste Kanzlerin mit meinem eigenen Privatlabor. Der Planet Tisharan wäre perfekt. Ein letzter Ratschlag. Tobaro wünscht ein paar eher unorthodoxe Droidenentwürfe. Möglicherweise hat er einige davon gebaut. Wenn dem so ist, viel Glück damit. Ich war ja, bevor ich jetzt so angefangen habe zu streamen und dem Großen verabschiedet habe, war ich noch in der Rochen. Boah, ich hab voll das heiße Stück Asche ins Auge gekriegt. Mir tut so das Auge gerade weh. All dies während heißes Stück Asche? Wird. Ach du, was rauchen? Ja, ja. Man am liebsten meditieren würde, mir brennt gerade so das Auge. Das ist voll abnormal. Alter, willst du mich verarschen? Bist du drauf, mich mal wegzubauen? Markio, du stehst auf Heilung, genau. Hast du schon bei WhatsApp das Video gesehen von mir und meiner Tochter? Nur lautlos, ich muss mir das dann später nochmal. Du musst es dir anhören, ey. Mein Ex war geschockt, als ich der das gezeigt habe. Weil ich muss ja darüber informieren, dass ich mit der Kleine ein Video gemacht habe. Ja. Und die war geschockt. Aber ich halte mich daran, dass die Kleine Mundschutz auf hat. Und deswegen lade ich das auch weiter hoch. Also habe ich es hochgeladen. Jeder einzelne ist wanted hier drin. Nice. Und ich habe mich verlaufen. Falsche Richtung. Das? Lol, ist das nicht Carbonit? Abgeschossen, befreien, inhaftierten Sicherheitschef, besiege, blablabla. Lol, ist wirklich Carbonit.
Und jetzt wollen wir mit den Idioten auch noch quatschen. Chef böse. Warum ist er so stark? Warum hält er so viel aus? Er hält ja wirklich was aus. Ihr könnt mich mal, ey. Anstatt den, der neben mir mit Gigira kämpft. Ah, komm, ey. Okay. So, dann wollen wir mal. Alles klar, Kira. Du machst das. Gibt's hier was zu looten für mich? Nö. Kira, du sollst ihn bekämpfen und ihn in der Luft schweben lassen. Das ist es, warum ich mit anderen Frauen hier drinnen flirte. So. So schnell stirbt niemand. Zurück. Kira,
Kira? Es tut mir leid, ich flirte nicht mehr mit anderen Frauen. Ah, da ist sie. Oh Gott. War das P? Ja. Dieser Planet wird vielleicht nicht mehr existieren, aber sein Volk wird immer ein Teil der Republik sein. Ihr habt diese Welt zerstört und ihr Volk versklavt und ermordet. Und warum? Aus Eitelkeit. Ihr seid erledigt, Toboro. Gebt auf! Ich wollte gerade sagen, danke. Das ist ein Low-Hop-Gegner, aber... Hä? Ja, das Problem habe ich gerade auch. Ich weiß noch nicht so gerecht, wie. Vor allem, ich bin gerade zu blöd, Kiras Rolle zu ändern. Wie ging das nochmal? Oder ich kann es gerade nicht. Warte mal ganz kurz, ich muss auf... Ich bin jetzt noch unsichtbar. Komm, ich müsste hier noch wegkommen. Komm schnell. Genau. Drei. Genau, so. Da, wieder tauchen. Rolle. Ich überlege gerade Tank oder Schaden. Was wäre denn besser? Ich glaube tatsächlich Schaden werde ich mal versuchen. Ganz kurz noch voll raggen hier. So. Aha! Ich bin dem fetten Laser ausgewichen. Los, Kira! Töte ihn! Mach ihn alle! Hat down! Geil! Hab's geschafft! Na, ja, ist noch nicht. Du musst dem Laser nur ausweichen. Der dreht sich zum Glück nicht im Kreis. Und. Ja, ich hab's. Gleich wieder auf Heilung stellen. So, du fette Kaulquappe, jetzt bist du dran. Du stirbst oh nein, jetzt. Das werdet ihr nicht. Niemand tötet euch außer mir. Der war Matsch.
Hi, Eric. Oh nee, nicht mal hier hat man seine Ruhe. Wo muss ich überhaupt hin? Falsche Richtung. War das P? Nee, war das J? Mann, was? Hä, welches war denn das? U? H? Ui. Okay. Bo? P. Haustiere? Hier, Hüter. Nein, dann allgemein. Das da einmal aktivieren. Ich muss mal. Ach du Scheiße, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss. N. Dahin, okay. So. Ich habe noch so einen schönen Schnellreisepunkt, wo ich mir jedes aufgedeckte Reiseziel anvisieren kann. Naja, hat der wie viel gebracht? Ich musste erst mal suchen, wo das alles ist. Ey, es ist 2 Wochen her, Darko. Ja, ich weiß. Ich hab's auch komplett vergessen. Normalerweise nutze ich das sehr, sehr gerne. Die Brennstäbe der Ark, wie versprochen. Toboro ist weg und mit ihm der gesamte Vorrat an Isotop 5. Das war auf dem ganzen Planeten zu spüren. Lender sagt, dass die Explosion eine Kettenreaktion im Kern des Planeten ausgelöst hat. Wenn ihr noch offene Rechnungen zu begleichen habt, dann beeilt euch besser. Ich nehme die Brennstäbe und lasse sie von unseren Leuten einbauen. Ich habe hier im Lager eine geschützte Fähre zurückgelassen. Das ist euer Ticket weg von Maquette. Der Rest von uns nimmt die Ark. Seid ihr sicher, dass nichts mehr erledigt werden muss? Haben es alle Flüchtlinge des Planeten an Bord der Ark geschafft? Das Schiff ist voll und bereit zum Abflug. Und dank euch stehen wir kurz vor der schnellsten Planetenevakuierung der galaktischen Geschichte. Ich hoffe, wir treffen uns auf der Kielender-Station wieder. Das ist ein hässliches Ding. Ey, was machst denn du? Festwagen. Sehen wir den Planeten jetzt explodieren? Ja, mal sehen. Energie bei 80%. Hoffentlich reicht das aus. Es muss. Lender sagt, dass sich unter uns ein Spalt öffnet. Wir starten, bevor der Tafelberg einstürzt. Ich verkneif's mir. Da fliegt das Riesenzäpfchen weg. Ich dachte, das sieht schöner aus. Ah ja, das Shuttle von uns ist auch nicht gerade eine Schönheit. Ein Glück, dass ihr in Sicherheit seid. Als unsere Scouts von der Katastrophe auf der Oberfläche berichteten, befürchteten wir schon das Schlimmste. Die Republik hat gerade einige Millionen Zuwachs bekommen und alle brauchen ein neues Zuhause. Kommt bitte zu mir in den Konferenzraum der Kielender Station. Wir haben viel zu besprechen. Das hört sich ja schon mal großartig an. Diese Kanzlerin. Oh, warte mal, hier bückt sich was. Ransom für Views. Geiler Arsch. Danke. Oh, hier ist ein Ding zum Anklicken. Oh. Was? Ja, irgendein Atmosphärenwissen. Schön. Ach so.
kann ich sie platt machen. Die oberste Kanzlerin hat um ein Treffen gebeten. Willkommen zurück. Man hat mir mitgeteilt, dass Sie eine schreckliche Qual durchgestanden haben. Sie haben meine höchste Bewunderung. Ah, da sind Sie. Millionen hungriger Münder müssen gefüttert werden und wir haben nichts in der Hand. Ihr habt uns Makeb versprochen, Shalim, und ihr wusstet, dass der Planet totgeweiht war. Wir wussten nicht, dass der Planet so instabil war. Unser Angebot ist in gutem Glauben erfolgt. Mein Onkel ist Geschäftsmann, Kanzlerin. Aber in diesem Fall sagt er die Wahrheit. Ihr wusstet, dass die Beben schlimmer wurden. Ihr habt die Republik benutzt, in dem Wissen, dass wir uns gezwungen sehen würden, eurem Volk zu helfen, obwohl es uns nichts im Gegenzug anbieten konnte. Sie wussten nichts davon, dass Makeb verloren war. Nur, dass die Beben stärker wurden, nachdem die Hutten gekommen waren. Sie haben nicht all ihre Befürchtungen vorgebracht, aber sie haben versucht, Leben zu retten. Hättet ihr anders gehandelt? Ich sehe dich in meiner Animation. Das ist ein Debakel. Wir sind hierher gekommen, um nach Ressourcen zu suchen, bei mir rum mit denen und wir das Sith-Imperium besiegen können. Und stattdessen haben wir jetzt Schulden und Verpflichtungen. Was ist mit den Huttenanführern? Ihr habt doch ein Friedensabkommen mit ihnen geschlossen, oder? Er hat recht. Die Anführer des Kartells haben versprochen, die Republik mit ganzem Herzen zu unterstützen. Also haben wir einen wertlosen Verbündeten und einen gebrochenen. Aber dennoch, die Hutten haben beträchtliche Reichtümer. Nur die Anführer des Kartells, die gerettet werden mussten, haben sich mit dem Bündnis einverstanden erklärt. Glücklicherweise besitzen sie den meisten Reichtum und die größte Macht. Sie werden eventuelle Verweigerer neutralisieren. Mit dem Reichtum und den Kriegsschiffen unserer neuen Freunde haben wir jetzt einen großen Vorteil gegenüber dem Imperium. Allerdings löst das nicht das Problem von Makebs Volk. Ich brauche eine Lösung. Die Republik muss eine Anlaufstelle für Kriegsopfer einrichten. Ich kann mir niemanden vorstellen, der das nötiger hätte als das Volk von Makeb. Die Hutten haben viele Credits, um den Bau neuer Unterkünfte zu finanzieren. Und wir können ihre Flotte benutzen, um sie zu schützen. Ich musste dir gewaltig Druck machen, bis du die Republik kontaktiert hast. Bist du froh, dass du endlich diesen Geist der Unabhängigkeit heruntergeschluckt hast? Diese Großzügigkeit. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Ich danke euch allen. Die Bewohner Makebs brauchen jemanden, der sie in ihre neue Heimat führt. Ich glaube, ihr seid der Richtige für diese Aufgabe, Shalim. Das bin ich nicht. Aber ihr habt mir gezeigt, was es bedeutet, ein echter Anführer zu sein. Ich werde eurem Beispiel folgen. Wir würden jetzt gerne unter vier Augen sprechen. Bitte entschuldigt uns. Oh, das ist ganz schön eingebildet. Ihr habt das Beste aus einer misslichen Lage. Ich sag mal so, sie ist die Kanzlerin. Die Hutten wollen auf der Seite stehen, die diesen Krieg gewinnt. Und ihr habt ihnen gezeigt, wer das sein wird. Diese Truppen sehen irgendwie naja aus. Alle Jedi lernen, dass wir unsere Kräfte nutzen sollen, um Völker in Frieden zu vereinen. Viele haben euer Beispiel gesehen und sind ihm gefolgt. Und ich brauche euch nun mehr denn je als Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Die Republik hat zu lange Zeit damit verschwendet, auf den Feind zu reagieren. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, indem wir in die Offensive gehen. Genießt diesen Sieg. Kehrt an die Frontlinien des Krieges zurück und lasst uns diesen Vorteil nutzen. Zusammen werden wir triumphieren. Wir? Ja, ich. Du Sesselscheißer. Freigeschalten Toboro im Visier. Taco! Du Ferkel! Ich hab das gesehen! Was denn? Du wolltest an meinem Popöchen! Ach, hier gibt's ja. Achso. Hier gibt's ja nichts mehr. Ähm.
Nö. Wo ist denn... Ach, da. L. Hey, was will ich mit L? Achso, ich dachte, du suchst das Missionsterminal. Ja, nö. Ich will hier hin. Ich will erstmal auf mein Schiff und dann muss ich gucken, welche Missionen jetzt noch offen sind. Und gucken, ob noch überhaupt irgendeine auf meinem Schiff verfügbar ist. Ja, den Abflug brauchen wir uns nicht angucken. Hier ist irgendwas markiert. Achso. Was haben wir denn hier noch? Eine Präsenz auf Zierst und Wendepunkt. Zierst und Osus. Warnung, durch den Beginn dieser Mission werden automatisch alle vorherigen Story-Missionen nein. Spoiler, diese Missionsreihe findet nach den Ereignissen von Geschmiedet, Bündnis und Revan Schatten statt. Ja gut, das haben wir schon. Ja, Moment. Ich habe jetzt noch Ilum, Zierst und zersplitterte Allianzen. Dann habe ich noch Orikon, Belsarvis und Knight of Fallen Empire. Das hast du aber, glaube ich, nicht. Ich habe Zierst und Ilum und Belsarvis noch. Mehr habe ich gar nicht. Ich habe ja ziemlich viel gar nicht eingesammelt. Hier gibt es einen Gleiter und da gibt's, was ist denn das? Beim Ausrüsten des Vermächtnis gebunden. Zierst Holospeicher. Das mache ich jetzt erst einmal nicht. Aber warte mal, Zierst? Das habe ich doch auch hier nochmal. Aufstieg des Imperators. Kristallkugel. Die Mission kann einmal wiederholt werden. Die kann gar nicht. Taron Shan möchte mit dir sprechen. Benutze die Missionskonsole. Der bizarre Planet, der Waffenhersteller, der als lokal bekannt ist, ist endlich wieder sicher. Bla bla. Was ist Orikon? Hört sich an wie Omikron. Die oberste Kanzlerin hat dich gebeten, dich mit den Schreckensmeistern zu befassen. Eine Gruppe wahnsinniger uralter Sith, die formen die Republik. Und das Imperium zu vernichten. Auf dem abgelegenen Mond Orikon lagert Sergeant Trila mit ihrem Suchtrupp. Das ist halt eine gelbe bei mir. Und Belsarvis ist genauso. Ja, okay, die habe ich dann auch. Ich wollte gerade fragen, ob das eine gelbe ist, weil ich habe nur eine gelbe Orikon. Orikon ist gelb und Belsarvis ist gelb. Belsarvis Reise zu Belsarvis Orbitalstation und nimm eine Fähre zur Sektion X auf Belsarvis. Ich würde das die gelben machen, tatsächlich, bevor wir mit den Liedern weitermachen. Orikon oder Belsarvis? Orikon. Okay. Das ist Cockpit. Oh, scheiße, was will Kyria zu mir? Orikon. Night of the Fallen Empire kannst du, glaube ich, nicht machen. Da musst du die Elma abholen. Ja. Oder du machst das halt und ich genieße einen freien Mittwoch. Oder mehrere. Weil Kira will mit dir quatschen, mit mir gar nicht. Und wollte sie aber schon jahrelang. Also war immer zu voll davon. Wieso? Man nimmt mal nach. Ach, jetzt weiß ich warum, weil ich das mit Nasha da immer abgelehnt habe. Oder bis ich es aufgegeben habe. War ich auf Nasha da schon? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Penis. Auf Nasha da warst du schon mehrmals. Ach ja gut, dann habe ich das schon. Wegen diversen. Oder der Troller helfen soll, das habe ich dann schon. Das habe ich dann schon. Oh, auf dem Planeten war ich schon. Okay. Ich hatte es tatsächlich mit meinem Level schwer. Ich sag also gute Nacht. Ich muss dahin. Da gibt's aber keinen Weg, glaube ich.
muss man zu Fuß hin, tatsächlich. Ich hatte es hier tatsächlich schwer. Ich glaube nämlich, das wollte ich mit dir zusammen tatsächlich machen. Ja, ich bin... in dem Gespräch gerade. Versuche mich gerade ein bisschen durchzumogeln, tatsächlich. Ich hab Bock auf Kämpfen jetzt. War das nicht das, wo dieses fette Vieh kommt, wo ich definitiv deine Hilfe benötige? Verarschen! Keine Sorge. Oh, fängt wieder alles an zu beben, ey, leck mich am Arsch. Tschüss. Nein, hör auf. Au. Au. Ja, das ist das, weil ich nicht weiß, wie man das Viech umnietet. So, ich muss jetzt erstmal in die Richtung. Ja, ich war ja noch gar nicht, also ich habe jetzt sowieso erstmal alles aufzudecken, das, etc. Das muss man dann im Team tatsächlich machen. Ich weiß nämlich nicht, wie man das Viech umnietet. Das kriegt bei mir Damage, hielt sich instant hoch. Damage, hielt sich instant hoch. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mir Stims reingeballert. Hab Cure of Tank, auf Damage geschalten. Alles. Nee, bringt nichts. Der hielt sich ab einem gewissen Punkt komplett voll. Das müssen wir tatsächlich als Team machen. Ja, sonst machen wir das so, wenn du hier in der Ecke bist und nicht so weit bist, trittst du das mal meinem Team bei. Wir klatschen den und dann. Machen wir das auch so, wenn du soweit bist, ist ja kein Problem. Gut, aber ich mache eine ganz kurze Raucherpause und du kannst in der Zeit ein bisschen weitermachen. Bis gleich.